Oh. Hier ist so irgendwas. Was ist das für ein Raum? Ach du holy shit, okay. Ja, die Sequenz kann ich mich noch erinnern. Ich wusste nur nicht, welches Szenario es ist. Hallo! Oh, I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Irons? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. That's the mayor's daughter. I was told to look after her, but I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection. But it will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. And to think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please, I'd really like to be alone now. Okay, erstmal durchsuche ich jetzt mal hier, was hier abgeht. Verschiedene Trophäen. Es gibt nichts Merkwürdiges. Nee, überhaupt nicht. Der erschießt mich bestimmt. Und hier an dem Bild ist irgendwas. Please. I'd really like to be alone now. Das Bild ist sehr merkwürdig auf jeden Fall. Sehr verdächtig. Es ist so hervorgehoben. Ich muss ja irgendwo Munition liegen. Jetzt mal ohne Scheiß. Mach mich nicht fertig. Ja gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Ich weiß noch so im Groben, was passiert, ne? Ach, schön, dass wir ihn auch mal kennenlernen. Boah, wenn der lebendig wird, ne? Ein ausgestopftes Tier. Oh mein Gott, hier gibt es bestimmt Hunde. Waren hier Räume? Ich hab's nicht gesehen, ernsthaft. Ne, waren nicht, okay. Hey ho! Ah, hier muss jetzt irgendwas Böses sein. Alles andere würde keinen Sinn machen. Aha, ich habe jemanden rennen hören. Erstmal durchsuche ich hier. Hier ist nix! Warum ist hier nix? Kann nicht sein! Was? Es wird sauber gehalten. Schön. So bin ich ein paar Mal im Kreis gerannt. Auch nicht schlecht. Ah, okay. Licht kann ich hier anmachen. Ja, gerne. Bitte, bitte, bitte. Okay, Sekretariatstagebuch B. Der 8. Juni. Es war... Achso, als ich den Raum des Chiefs aufgeräumt habe, ist er durch die Tür gestürmt mit einem wütenden Blick auf seinem Gesicht. Es ist erst 2 Monate her, seitdem ich hier gearbeitet habe, oder als ich angefangen habe, hier zu arbeiten. Aber es ist schon das 2. Mal, dass ich ihn in dieser Form gesehen habe. Das letzte Mal war, als ich in diese Statue gerannt bin. Nur hat er zu dieser Zeit sogar noch angepisster geguckt als bisher. Ich habe wirklich gedacht, für einen Moment, dass er mich verletzen wird. 15. Juni. Ich habe endlich herausgefunden, was der Chief die ganze Zeit versteckt hatte. Wenn er herausfindet, was ich wisse, was ich weiß, wird mein Leben in ernsthafter Gefahr sein. Es wird schon spät. I'm just going to have to take this one day at a time. Ich muss nur darauf warten, dass der Tag irgendwie der richtige ist oder irgendwie sowas, würde ich mal sagen. Ach, das war's schon. Wait. Let me go. Easy, easy there. I'm not a zombie. You're safe now.
My name's Claire. What's yours? Sherry. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits. The chemical plant? Then what are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right, but it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it, much larger than any of those zombies, and it's coming after me! What was that? That's what I was telling you about! It's here! Sherry, wait! Okay. Ja, die kennen wir schon, ne? Ich kann euch auch schon den Nachnamen, glaube ich, sagen, oder? Birkin. Sollte wahrscheinlich vielleicht was zum Klingeln bringen. So, aber hier ist sowas in der Kiste. Ja, Munition! Oh mein Gott, 50 Schuss. Naja, besser als nix. Da ist noch was drin. Ach, Mann. Immerhin. Ah, okay, sieht nicht so aus, als wäre es benutzt worden. Aber Kamin müsste ich mir eigentlich versuchen vorzumerken, ne? Hier ist einfach nichts. Hier ist einfach gar nichts. Das geht mir auch richtig auf den Keks. Boah, kann ich sein. So, ab zu Mr. X Nummer 2 Encounter vielleicht. Habe auch richtig Bock drauf, ne? Wo ist ich schon wieder hingerannt? Okay, da glänzt auf jeden Fall schon mal was. Der nächste Schlüssel. Jawohl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und da ist noch irgendwas am Bild. Oh! Oh! Nehmen wir. Ach, das ist das Tagebuch des Chiefs. Okay, alles klar. 23. September. Es ist alles vorbei. Diese Imbeciles, keine Ahnung, diese Untermenschen, also nicht Untermenschen, aber diese unmöglichen Menschen von Umbrella haben es endlich geschafft. Trotz all ihrer Versprechen haben die meine Stadt ruiniert. Bald werden die Straßen mit Zombies infiziert sein oder mit Zombies gestreut sein. Ich fange an, darüber nachzudenken, dass ich, dass sogar ich infiziert sein könnte. Ich werde jeden in der Stadt töten, wenn dies die Wahrheit sein würde. 24. September. Ich habe erfolgreich Verwirrung gestiftet innerhalb der Polizei wie geplant. Ich habe sichergestellt, dass niemand von außen kommen wird, um zu helfen. Mit der Verzögerung der Polizeiaktion wird niemand die Chance haben, meine Stadt lebend zu verlassen. Was sind für Okay, ich habe es als persönliches Ziel angesehen, dass alle Fluchtrouten innerhalb des Bezirks ebenfalls unterbrochen sein sollten. Es gibt einige Überlebende, die immer noch versuchen, durch die niederen Bereiche zu fliehen. Aber ich werde sicher gehen, dass niemand nach draußen kommt. 26. September. Ich habe einen Wechsel meines Herzens erlebt, was die verbleibenden Überlebenden innerhalb des Bezirks angeht. Ich habe entschieden, sie selber zu jagen. Ich habe Ed in den Rücken geschossen, direkt durch das Herz, vor weniger als einer Stunde. Ich habe ihn schmerzerfüllt auf dem Boden gesehen, in einem Pool seines eigenen Blutes. Der Ausdruck auf seinem Gesicht war überraschend befriedigend, ja. Er ist gestorben mit weit geöffneten Augen und hat mich angestarrt. Es war wunderschön. Ich habe mich gewundert, ob die Tochter des Bürgermeisters immer noch lebt. Ich würde sie fliehen lassen, so dass ich die Freude haben werde, sie später zu jagen. Ich werde meine neue Trophäe genießen. Ja, für immer eingefroren in dieser Pose, die ich ihr geben werde.
kranker Bastard. So. Da ist ein Knopf unter dem Bild. Möchtest du ihn drücken? Aber natürlich. Und noch mehr Munition. Ah. Drei gibt es hier. Aha, okay, da fehlt mir noch ein. Das Opfer stirbt bei der Klaue des Jaguars. Sein Blut formt eine Schlange, welches die Erde vergiftet. Und der Adler glitzert, gebadet im Blut. Und das Tor zur Verdammnis wird geöffnet. Okay, ich brauche auf jeden Fall noch einen so ein Steinchen. Aber jetzt haben wir ja glücklicherweise einen roten Schlüssel. Das heißt, wir können schon mal die eine oder andere Tür auch noch nun öffnen. Was auch gut ist. Ich muss gleich noch duschen gehen. Ich war gerade auf dem Rad und... Ich habe gedacht, ah, nee, komm. Nimm's dir erstmal. Okay, hier darf ich doch garantiert gegen Spacko wieder kämpfen. Okay, warte mal. Wo muss ich denn jetzt hin? Da kann ich hin? Ja. Nur eine Tür? Für mich ist das egal, aber... Boah, es ist aber ein mega Kackweg, ne? Ich habe Angst. So, mal kurz mal gucken, wie komme ich hier nochmal runter. Alles klar, rechts, rechts, alles klar. Also ganz durch. Und dann lalala links. Und einfach geradeaus durch. Ach, hier bin ich jetzt, okay. Hier habe ich schon mal gegen den gekämpft. Lass mich in Ruhe! Nicht erscheinen. Der wird gleich garantiert wiederkommen. Ich möchte ihn nicht bekämpfen. Es ist echt, ihr habt auch schon genannt, hier Nemesis ist auch ein dritten Teil, der aber Stars ruft. Bin ich auch schon sehr gespannt auf den dritten Teil, weil der soll auch sehr gut sein. Achso, im Gegensatz zum ersten Teil, ne, hier hat auch jeder Charakter, soweit ich das beurteilen kann und soweit ich das weiß, nur das Ende, was denen jeweils im Szenario vorschwebt. Ich weiß niemals, ob die innerhalb der Szenarien unterschiedlich sind. Okay, komm. Weil du es bist, weil du wirklich im Weg stehst, mach ich dich Kapotski. War's das? Danke. So. Und im ersten Teil hat ja, glaube ich, jeder drei verschiedene Enden gehabt oder so. Ja, er ist unnütz. Und das ist sehr gut. Ich brauche Munition. Hey! Gib mir Munition. Okay. Schusch! Ja, ach, leck mich doch im Sack. Das kann doch nicht wahr sein. Es sind noch mehr Zombies, ey. Geh mir doch nicht auf. Scheiße! Da, weiß ich. Kack-Auto-Aiming-Trick! Ja, komm. Komm. Töte mich. Okay. Ich muss mich leider heilen. Es führt kein Weg dran vorbei. Okay. Gut, gut. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Shit! Okay, ich muss nachladen. Oh mein Gott! Es ist noch einer! Oh, wie kann das denn sein? Alter, ich hab nichts mehr, ne? Ich hab nichts mehr an Munition! Wie macht man das? Also ich hab's einfach noch nicht gerafft, wie man den Scheißviechern gut ausweicht. Ja, ich würde es gerne kombinieren, bitte, bitte. Selbst wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie eine Waffenkammer finde oder so, habe ich ein echtes Problem bei dem Spiel durchgegangen. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Kommt direkt der nächste Spaggo hier an. Ja, war es das jetzt hier mal wenigstens? Ich habe einfach keine Möglichkeit mehr. Ich muss eigentlich das Messer so langsam mal mitnehmen. Oh ja. Ja, von mir aus. Nehmen wir mit, klar. Auch das ist in Ordnung. Hier ist bestimmt ein Speicherraum. Oder auch nicht. Leck mich. Kann ich den Knopf hier drücken? Nee. Oh, was ist das? Was ist das? Ah, okay. Ja, das hatte ich mir auch gesagt im A-Szenario. Hier, ein öffnen Schließschalter ist hier verbaut. Es kann nicht aktiviert werden, weil das Kabel durchgeschnitten ist. Ja, ich habe gesagt letztes Mal. Wofür brauche ich denn das? Sei, Dennis. Da war ich auf dem falschen Dampfer. Ich habe das wohl mit dem ganzen Survivor... Teil verwechselt. Wo es ein Seil gab, ja. Ah, ich bin hier schon. Ah, okay. Wo ist auf jeden Fall ein Was ist los? Das ist dein Ernst?
Okay, ich geh jetzt mal hier rein. Leck mich alle. Ey, wie soll ich das denn machen? Es sind viel zu viele Zombies. Jetzt mal ohne Scheiß. Boah, bitte gib mir Munition. Oh! Okay, auch nicht schlecht. Ich nehme alles mit, was ich finde. Klar. Irgendwas? Ja, die Karte. Karte nehmen wir mit. Ja, klar. Okay. Ja. Ach so, jetzt darf ich wieder auf 80 kommen. Ab. Wie war es denn nochmal? Scheiße. Down. Up.